Wir haben die Route 66 erreicht und besuchen bereits auf den ersten Kilometer einige Sehenswürdigkeiten. In Galena haben wir dann die Stars aus dem Film Cars getroffen, bevor es für uns zu einem wunderschönen Stellplatz ging, an dem wir erst einmal verweilen und das Erlebte verarbeiten. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Wir füllen hier jetzt noch schnell Wasser auf an der Tankstelle und im Anschluss geht es für uns auf die Route 66. Endlich! Und passend dazu haben wir heute 25 Grad. Endlich. Besser könnte es eigentlich nicht sein. So, Tobi füllt jetzt gerade noch Wasser auf. Da haben wir hier an der Tankstelle gefragt. Das ist so die zweite Möglichkeit, die wir gesehen haben durch eine App. Hier weiß man aber nie, ob es Trinkwasser ist oder nicht. Also von dem her kaufen wir gerade aktuell wirklich das Trinkwasser und nehmen das hier eben zum Abspülen und so weiter her. Verläuft durch 8 Bundesstaaten. Sie beginnt in Chicago und endet in Santa Monica in Kalifornien. Ursprünglich war sie eine 3945 Kilometer lange Fernstraße und galt ab 1926, abgesehen vom Lincoln Highway, als eine der ersten Straßenverbindungen zur Westküste, die durchgehend befestigt war. Vor allem beliebt ist sie bei vielen Touristen und Nostalgikern. Mega cool. Der zweitgrößte der Welt, soweit ich weiß. Ja, von, jetzt muss ich kurz spicken, wo ist es? Von 2008 bis 2015 war es der größte Schaukelstuhl der Welt. Und seitdem erst nur noch der zweitgrößte. Also die neue Schnellstraße und wir fahren hier auf der alten Route 66 direkt daneben. Also sie ist ja direkt, wirklich direkt neben der Interstate. Das ist nicht überall so, es ist jetzt hier bei dem Streckenabschnitt der Fall. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wie man sieht. Sarah findet schon lauter Teppiche. Die sind so süß. Der im Jahr 1933 gegründete Souvenirshop Totem Pole Trading Post ist der älteste Shop der Route 66 in Missouri.
welcher heute noch betrieben wird. Der Besitzer hat den Ort nur für seine Zeit in der Armee verlassen und begrüßt auch noch heute mit viel Herzblut seine Kunden. Nachdem wir für uns Souvenirs erstanden haben, haben wir Sven die Sporen gegeben und sind zur Rainbow Bridge gefahren. Die Devil's Elbow Bridge wurde 1923 gebaut. Nachdem 1943 die neue Brücke auf der vierspurigen Strecke gebaut wurde, wird sie umgangen. Dadurch verschlechterte sich der Zustand der Brücke zunehmend, bis sie 2013 von Route 66-Aktivisten restauriert wurde. Wir waren jetzt gerade hier hinten in der Bibliothek und zwar ist da ein kleines Museum. Das ist kostenlos und super liebevoll gestaltet und hat einige Infos zur Route 66 parat. Und da ist so eine kleine Tankstelle auch nachgebildet zum Beispiel. Und ja, aber schaut euch die Bilder am besten selber mal an. In der Vorstellung vieler Menschen ist die Route 66 ein romantischer Highway, der quer durch die USA führt. Der Highway hat jedoch eine dunkle Vergangenheit. In den 20er Jahren nach dem Krieg stieg die Zahl der Touristen drastisch an und so auch die Anzahl tödlicher Verkehrsunfälle. Es waren auch viele Kriminelle auf der Route 66 unterwegs. All dies sorgte dafür, dass die Route 66 den Spitznamen Bloody 66 bekam. Bonnie und Clyde waren die wohl bekanntesten Kriminellen auf der Route 66 und verkehrten mehrmals auf dieser. Unter anderem sind sie in Lebanon, Midway Camp und Joplin untergekommen. In letzter Location gab es eine Schießerei mit der Polizei, bei der zwei Beamte erschossen wurden und Bonnie und Clyde fliehen konnten. Dabei ließen die beiden persönliche Gegenstände zurück, darunter private Fotografien, von denen wir einzelne im Museum betrachten konnten. Im Anschluss sind wir zu einer sehr kleinen, aber doch irgendwie coolen Sehenswürdigkeit gefahren. Heute sind wir zu einem ganz besonderen Highlight gefahren auf der Route 66 oder kurz daneben. Ein kleiner Schritt für uns und ein großer auf der Karte. So schaut's aus. Und zwar seht ihr es schon vor uns. Es schaut aus wie ein Stein auf dem Boden, aber es ist was ganz Besonderes. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann kann man es richtig rumlesen. Ich stehe genau jetzt mit meinem rechten Fuß auf drei Bundesstaaten in Amerika und zwar auf Kansas, Missouri und Oklahoma. Ich auch. Naja, Rio sitzt jetzt in Kansas und Missouri. Deine Pfote muss darüber. Ich glaube, er möchte nicht nach Oklahoma. Genau, viel mehr ist hier eigentlich nicht zu sehen. Aber ja, wir dachten, es ist eigentlich ganz lustig, hier so anzuschauen. Was ist das? Ich glaube auch ein Denkmal dazu oder irgendwie sowas. Okay, die Sarah hat gerade gesagt, dass da hinten ist auch noch ein Denkmal, das hier dazu gehört, ist aber schon angesprüht. Das steht nichts, gell? Nee, da steht überhaupt nichts und keine Ahnung, was das war. Genau, jetzt geht's für uns weiter. Erstmal zu dem Park, wo wir mit Rio gehen und dann schauen wir uns heute die Autos aus dem Film Cars an. Hier, Rio, gell? Rio kann schon gar nicht erwarten, die Autos zu sehen. Ach, cool. Das ist schon der erste.
Wir sind jetzt in Galena und hier gibt es was ganz Besonderes, insbesondere für Kinder oder Fans von animierten Filmen. Und zwar stehen da drüben ein paar Autos von Cars, von dem Film. Ah, da hinten ist das ist wirklich nachgebaut. Das ist die Werkstatt mit dem kleinen Fiat 500 auch. Ach, cool. Und hier auf dem Schild steht, dass die Macher von dem Film hier in der Stadt von dem ganzen Setting, also von der alten Stadt, dann dem alten Abschleppwagen, der eigentlich verschrottet werden sollte oder keiner wollte ihn haben, von dem haben sie sich dann inspirieren lassen zu den Figuren im Film. Und hier sieht man sie jetzt auch. Ich muss sagen, das ist echt eine sehr süße Idee, so alte Autos zu erhalten. Die Stadt Galena hat um die 3000 Einwohner und liegt im Bundesstaat Kansas. Der Name der Stadt kommt von dem Bleierz Galenit. Dieses wurde 1877 auf dem Grundstück eines deutschen Siedlers gefunden. So, ab jetzt reise ich alleine weiter, weil Sarah hier im Kittchen sitzt. So kann man sich auch mehr Platz im Bus schaffen. Und hier um die Ecke steht das letzte Auto, das wir jetzt gesehen haben, beziehungsweise das erste, das wir gesehen haben. Und zwar müsste das, ich glaube, das war der Bürgermeister, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Schon so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Also wirklich super liebevoll einfach dargestellt. Als ob ich nicht vier Reifen stemmen könnte. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die obligatorische amerikanische Flagge. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es uns als Deutsche jetzt so krass auffällt, aber es ist extremer, als man es in den Filmen kennt, mit den Flaggen. Die sieht man echt überall.
Und jetzt, wo ich sage, also einmal die hier und da hinten oben ist auch eine. Wir verlassen jetzt Galena wieder und für uns geht es jetzt weiter Richtung Westen auf der Route 66. Jetzt wollte die Sarah in Miami in Oklahoma ein Theater von innen sehen, weil das unglaublich schön sein soll. Das hat aber sonntags geschlossen und wann sind wir natürlich da? Am Sonntag. Und es schaut aber so aus, also sie wurde jetzt gerade auf dem Gehweg von außen vor dem Theater angesprochen wegen unserem Auto. Und es sah so aus, als ob er sie kurz reingeholt hat. Jetzt ist sie aber schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie was gesehen hat, also ob sie wirklich rein durfte oder ob dass gar keiner vom Theater war. Es wirkte auf jeden Fall so. War das einer vom Theater, dass du rein darfst? Nee. Der malt jetzt die Außenfassade, so habe ich es ihm verstanden an. Und er hat gleich erzählt, dass seine Vorfahren aus England und Dänemark kamen und dass er Deutschland schön findet, aber er war noch nie dort und war total nett und hat auch gesagt, ja, er glaubt, es ist heute geschlossen. Er hat es nochmal probiert für mich, voll süß. Das ist der Grund, warum hier auch nichts los ist, meinte er. Ja, ich habe gerade eben schon gesagt, dass es so ausschaut, als ob er dich reinholt und du es doch von drinnen sehen darfst. Nein, leider nicht. Nein. Also er hat keinen Schlüssel, aber die Leute hier sind so unglaublich nett und so freundlich und so interessiert und ja, wo ich mir ein bisschen schwer tue mit dem Slang hier, also ich denke eigentlich schon, dass ich nicht schlecht Englisch spreche, aber ich habe mit dem Verstehen echt teilweise ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Aber wird schon, wir haben ja jetzt nur ein bisschen Zeit zum Üben. Die Landschaft um uns herum verändert sich, es wird trockener und einsamer. Wir verlassen die Route 66, um zu einem tollen Stellplatz zu fahren. Die Weite breitet sich aus und hüllt uns ein in Stille. Innerhalb kürzester Zeit hat man das Gefühl, alleine in dieser trockenen Natur unterwegs zu sein. Pünktlich zur Abendstimmung kommen wir am Black Kettle Campground an. Die Sonne färbt die Landschaft in schönen warmen Farben und spendet uns ihre Wärme, bevor die Dämmerung eintritt. Wir haben jetzt seit dem letzten Platz einen ziemlich großen Sprung gemacht, um die 500-600 Kilometer Richtung Westen. Und sind jetzt hier an diesem wirklich traumhaften wunderschönen. Platz angekommen, der Black Kettle Lake. Ja. Black Kettle Campground, glaube ich. Ja. Und also wir zeigen den euch auch gleich und das ist echt ein Traum. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen. So, und gestern haben wir noch zwei super nette Amerikaner kennengelernt, Joe und Marie. Und ich glaube, wir haben den ganzen Nachmittag uns unterhalten und sind dann noch in der Dämmerung wieder weitergefahren. Es war einfach schön, Gleichgesinnte zu treffen, die auch gerne reisen. Thank you.
eine sehr coole Sache. Heute Morgen habe ich noch gesagt, ich würde gerne ein Gürteltier sehen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein Tier sehen wollte und wir es am selben Tag noch neben der Straße gesehen haben. Wir blenden es jetzt mal ein. Ich weiß, wir wissen nicht, ob mit der Kamera sind wir nicht so nah hingekommen neben der Straße und konnten schlecht stehen bleiben. Und mit dem Handy ist es auch recht klein geworden, was ich gesehen habe. Aber ja, wir blenden es trotzdem mal ein. Wir haben es gesehen. Wir stehen jetzt heute schon die zweite Nacht hier und heute wird jetzt groß gekocht, nachdem wir gestern relativ spät waren. Heute gibt es eine Gemüsepfanne mit Kidneybohnen und Reis einfach dazu. Ich habe hier die Mega-Karotte gefunden. Die Eigenkreation ist fertig und wir lassen es uns jetzt schmecken, den Abend hier ausklingen. Wir hätten super gern draußen gegessen, aber es stürmt so sehr, dass uns alles um die Ohren fliegen würde. Und ich denke, wir schauen uns jetzt einfach noch was nebenbei an. Gerade eine richtige bescheidene Länge hier und ich bin immer, ich glaube jeden Tag so kurz davor, sie abzuschneiden, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Aber sie sind halt noch nicht lang. Ich habe ja gesagt, einmal lange Haare, bevor ich eine Glatze kriege. Wirft man also. Es wird nicht besser. Ich habe hier ein kleines Déjà-vu. Also ich muss hier total an Australien zurückdenken, weil jetzt diese rote Erde zum Vorschein kommt, die wir im Outback damals ganz viel hatten. Und die Gegend auch so ein bisschen auch ausschaut. Gut, wir stehen hier ziemlich nah an der Straße und man hört die Autos. Also es ist nicht ganz dieses Outback-Feeling.
Aber es erinnert mich schon sehr daran. Deswegen gefällt es mir hier auch so gut, glaube ich. Es ist einfach schön. Was ist da? Wir packen jetzt dann noch unser Zeug zusammen und befestigen im Auto alles, zum Beispiel die Kühlbox. Und dann geht es für uns weiter Richtung Westen. Mit meinen Haaren könnte ich fast schon einen Haarwerbespot machen, oder?